So, hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs. So, die nächste Mission steht an. Und zwar die Beerdigung von unserem guten Po, der allerdings tot ist jetzt. Und der eingegraben worden ist. Und die Beerdigung. Deshalb sind wir hier. Aber als erstes kaufe ich mir mal hier ein Stück. Cheap noodles, great Generation. quality. I'll take some, thanks. Here you go. So, danke schön. Da haben wir auch einen Moment, bevor wir das eingehen, aber. Da muss ich doch vorhin, da mache ich vorhin auch eine Drogenrazzia. Dauert nicht lange, Leute. Dauert einfach nicht lange. Aber das dauert nicht lange. Ich nehme einfach die Abkürzung. Ich nehme mir das erstmal. Behinderte Hurensohn. Bam, bam. Oh, so geht das. So. Ey, komm, ey. Bam. So, das ist hinüber. Bam. Au! Ja, nimm ruhig mein Auto. Ja, nimm mein Auto. Der Name Eisklett mein Auto, ey. Wie dumm kann man nur sein? So. Kamera, müssen wir das jetzt irgendwo sehen hier können? Ja, hier, okay. So. Ja. Wenn wir das nämlich machen, dann haben wir, ich glaube, bevor wir die letzte Mission machen können, dann haben wir wahrscheinlich schon die Bullen, also Bullenerfahrung auf jeden Fall besser. Also auf jeden Fall Stufe 10. Und das ist dann natürlich sehr gut. So, ich mache jetzt wieder mal auf jeden Fall die nächste Mission, die Beerdigung. Ja, wir könnten auch von hier, oder? Oh, Mann, ey. Komm her. Komm her. Shit, ey. Jetzt schon zum zweiten Mal. Ich will doch nur eine Mission anfangen, ey. Bitte nicht mehr so. So, ich nehme erstmal von hier Energy Drink. Auch wenn das nichts bringt oder so für die Mission. Also, ich kenne mich mit der Mission ein bisschen aus. What the fuck, ey? Ey, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe doch nichts gemacht, ey. Wollt ihr mich verarschen? Oh,
jetzt habe ich schon zwei Sterne. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Jetzt lass mal wieder das übliche Spiel machen. Komm mal her bitte. Komm mal her. Gucci, Gucci. Komm mal her, ganz leicht. Ich kann überall fahren. Das freut mich. Ich hab den aber auch gut abgehängt. Scheiße! Oh, nicht schon wieder, ey! So, jetzt. Bitte. Oh. Mann, ey, können wir jetzt endlich mal anfangen? Oh. Die Beerdigung, komm. Ich hab jetzt keinen Bock mehr hier. Sauber, Bitch! Was ist das denn für eine enge Gasse, ey, hier? Oh, die Beerdigung ist ja hier. Ja, dann können wir ja auch hier ein bisschen Waffen holen. Ja, die Pumpgun hole ich mir. Oh nein. Oh, nicht schon wieder, ey. Wie ich das hasse, ey. Wie ich das hasse. Jetzt muss ich schon wieder zurück. Oh. Ah. Ist doch ganz leicht, ey. Ist doch ganz leicht. Ist doch einfach. Ist doch ganz, ganz leicht. Ich hab jetzt zum letzten Mal, mehr reicht es. Ich mach nichts mehr, ich hol keine Pumpgun mehr, ich mach gar nichts mehr. Auch wenn wir die Pumpgun haben, aber ich werde nicht aufsteigen. Weil sonst werden die Bullen das schon wieder sehen und dann habe ich wieder verkackt. Und das möchte ich wieder mal nicht. So. Endlich. Whew. Oh, Wei, good to see you, man. Thanks for picking me up. You joking? Of course I'm gonna pick you up. You're my boy. You okay, Jackie? They treat you all right in there? Yeah, I'm okay. I got lucky. Someone convinced Ming's brother to say it was a loan. Was that you? Nah, I wish I thought of it, though. Some lady cop wanted me to turn snitch. Tang something or another. I told her she could go fuck herself. Smooth. You heard about Uncle Po, though, right? Yeah. When's the funeral? Soon. We should go get ready. Let's go. Man, I can't go to a funeral like this. I look like shit. I need a suit or something. All right, we'll pick something up. Ich hab Schiss, ey. Komm, das ist mein Auto, das ist mein Auto. Also. Hey, so what's the deal with that cop? The lady. Said she wanted to help me turn my life around or something. Said if I started snitching, she'd help me out. Anyways, man, forget that bitch. Von einem Verkäufer Anzüge abnehmen. These are the latest. Perfect for you. Oh nö. Ich will meinen Anzug nicht ändern. Elegant, but not too flashy. Oh. You know, I never thought I'd be able to afford a suit from a place like that. Sucks that I have to get it for Uncle Post's funeral. Ja, der wurde auch wirklich für
für eine Beerdigung geschaffen worden. Wirklich richtig geil. Oh, Jackie, ey, du Bauer, komm mal jetzt her, ey, Alter. Der kann nicht mehr die Tür aufmachen. Der geht, stattdessen einfach durch die Tür. Think anyone knows yet? Yeah. I bet it was the 18K. Whoa! Ich darf jetzt keine Sau reinmachen. If it was, it'll mean a war. Ey, seit wann habe ich Unschuldigen getötet? Das ist mir noch neu. Ich habe noch überhaupt gar keine Unschuldige getötet und... Been thinking about that myself lately. Might be time for me to make a change. Maybe go into business with Jill May. Oh, da steht auch schon wieder meine Karriere. All that talk about being a big deal was just. Da steht meine Karriere, yeah. Make all on theme, we're not done yet. Ja, diese schnelle Karre nehme ich. Bullshit? Just bullshit? Yeah. Right. Du musst aber schon hinne machen. Okay, der kann die Tür wieder nicht aufmachen. Der geht stattdessen einfach durch die Tür. Das geht auch. Whoa. Ich frag mich eigentlich, wie viele Gänge das Auto hat. So, ich muss ein bisschen vorsichtig fahren. So. Ah, toll. Ich nehme eine Abkürzung. Boah, viele Leute sind aber auch hier, ne? Der arme Onkel Po. Ist tot. Anaya, what the fuck are the 18K doing here? They're here to make a show. Or maybe to start a fight. All the Sun On Yi leaders are here in one place. I don't think they expected the police to be here, though. Never been happy to see the cops before. Hey! Where the fuck is Sunny? These people are Diwa. They're fucking arresting him. Sunny Wo, I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk again. Not this time, Sunny. Come on. Don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for. We're leaving. Hey, you! You can't do this here. It's a fucking funeral. Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18K are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. The cops are leaving? What the fuck? The 18K are going to... This is gonna get bloody. Come on. Show these motherfuckers what it means to be Sun On Yi. Auf in den Kampf. Boah, warum hat die Uzi eigentlich so einen Rückstoß, ey? Ich nehme das Sturmgewehr, wenn die irgendeine haben. Ja, die haben ein Sturmgewehr.
So, er ist auch tot. Headshot, gehen Sie auf dem Friedhof weiter. Boah, also im Friedhof. Stay here, I'm gonna flank them down. Boah, im Friedhof gibt's so eine Ballerei. Krass. Fucking Pendro. So, der musste hier irgendwo sein. Ein Kopfschuss genügt. Ich teste das mal. Boah. Der zieht durch. Moment, da vorne. Alles klar. So, ich nehme das wieder. Den Sturmgewehr. The parking lot. Und ich gehe mal weiter. Und da haben wir wieder eine Statue. Kopfschuss. Warum habe ich keine Granaten, ey? Let's see how you like it. Fuck it, ey. Oh Mann, ey, ich hab den immer noch nicht getroffen. In die Eier, ey. Look, we can't let this go on. We have to deal with 18K and with the police. We need a plan. Where's Tuchin? He's in seclusion. Seclusion? He's in a hotel somewhere, riding the white tiger, that fat fuck. Perhaps you are right, brother. With Uncle Po gone, we now need a chairman who can lead us through this. Finally, you're making some sense, Chuck. I am the strongest. I am the most feared. I say I should be chairman. Perhaps temporarily, we should go Wait! We need to have a proper election. That is the way it has always been done. It's the Sanonyi Code. Ha! You, a woman, talking of code. You should never have been allowed to be Sanonyi. But I was. And my contribution to this organization have been significant. With respect, I have to agree with Sister J. We need to restore stability and order, and that means clear thinking. We should follow our tradition. Our tradition? You've only been on Sanonyi for a short time. What do you know about our tradition? Nevertheless, Sister Jang and Brother Shen are correct. Fine. We'll have the fucking election. I'm warning you here and now. Making anyone other than me the chairman will be disastrous for Sanonyi. Everyone has a vote. Our tradition allows. Fuck the tradition! Ricky! It's out. Ach du Scheiße. Das klingt nach Ärger. So, gut. Stattungsanzug haben wir auch gekriegt und ja. Und ein paar Geld und so weiter.
super. Die Beerdigung. In eine Beerdigung. Toll. Conroy schreibt, hier läuft irgendwas Großes. Komm so schnell wie möglich nach North Point. Alles klar, aber ich ändere erstmal hier. Okay, wir haben das schon. Okay, alles klar. Überwachungssystem, ne? Guck ich erstmal nach hier. So, in Central, das hier, da hatten Trianen-Aktivität. Wer ist es? Nee, das ist eh nicht, der ist es. Verhaftung läuft. Ich hoffe, das war's. Oh, gut. Und $10,000 für so ein. So, wir haben noch eine Trianen-Mission. Das könnte ich eigentlich in dieser Folge auch packen, aber das mache ich lieber nicht, weil sonst wird die Datei zu groß und das möchte ich nicht. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Also, bis dann.